Swirl TV. Stream what you really like. Ihr vorheriges Leben ist vorbei. Was ist das? Etwas, um ihr Herz zu stoppen. Was? Ein Mittel, das stoppt ihr Herz. Ben Kingsley lässt sich als schwerkranker Milliardär in den Körper eines Irak-Veteranen verpflanzen. Heraus kommt mit Selfless, der Fremde in mir, ein solider Science-Fiction-Thriller voller Spannung. Leider verschenkt die Dystopie dabei viel thematisches Potenzial. Wollen Sie Jasmin, Zitrus oder Birne? Was? Die Lotion. Ich habe mir gerade erst die Socken angezogen. In der Komödie Broadway Therapy herrscht Chaos. Und zwar wundervoll anzuschauendes Beziehungschaos mit zig Verstrickungen. Im Zentrum steht ein Regisseur, der nur an sich selbst denkt. Dabei gelingt Regielegende Peter Bogdanovich nach 13 Jahren wieder eine charmante Beziehungskomödie in bester amerikanischer Tradition. Ich schreibe das hier alles für den Fall, dass ich mich so wie die anderen irgendwann nicht mehr erinnern kann. Dann hoffe ich, dass du jetzt der Richtige bist, der das liest. Ein spannender Thriller wäre Boy Seven wohl gerne. Aber dafür hapert es an so einigen Stellen. Die Handlung ist zum größten Teil vorhersehbar, die tragenden Figuren zu durchsichtig angelegt. Da kann auch der deutsche Hollywood-Liebling David Cross nicht viel retten. Je mehr du einsteckst, desto härter teilst du aus. Verstehe. Na los! Aber du steckst einfach zu viel ein, bevor du explodierst. Jake Gyllenhaal spielt im Boxerdrama Southpaw einen Halbschwergewichtler, der vom Schicksal arg gebeutelt ist und sich gleich mehrfach von ganz unten nach ganz oben kämpft. Ob das die Geschichte ist, die Gyllenhaal zu seinem ersten Oscar verhilft? Daran darf gezweifelt werden. Zu schwer findet er in die Rolle. Spaß macht's trotzdem. Swirl TV, ein Programmguide, der unterhält und eine Suchmaschine, die findet. Alle Filme und Serien auf Video on Demand.